Nachdem wir in den letzten Spielen Platz 3 immer näher und näher gekommen sind, könnte heute der Traum von Platz 3 wahr werden. Wenn wir heute gewinnen, kommen wir den Playoffs ein großes Stück näher. 3, 2, 1. Ja, Predictions. Konki, nichts reinschreiben. Boah. Bar Games, nicht die allgemeinste erste Option, aber sieht man auch immer wieder öfter, dass Teams einfach damit beginnen. Hast du es, Bruder? Ja, ja, hab ich. Also, wo sind die genau? Kommen die auch von Game? Glück spotted, Bruder. Einer close 51. Ich hab keinen einen Blick jetzt. Hast du keinen einen Blick? Ja, ja, ja. Ich kann auch von Piano hier. Die haben mich gedroht, die haben mich gedroht. Der ist Piano. Piano. Ja, ja. Ich komm Piano hoch, ich komm Piano hoch. Ich drop runter, ich drop runter. Die werden vielleicht gleich reinjumpen, Library Jungs. Ja, ja, ich bin unten. Die Lampen jumpen gleich Library rein. Voll auch zurück. Alles gut. Ich bin im Matt drin. Da geht's Single Window. Ich hab das Big Window. Ja, ja, okay, dann halt ich Single Window. Okay. Ich hab Blue reingejumpt. Noch mit dead. Sehr schön. Ich hab Single Window. Einer outside, Jen. Ach, Games, da Games. Hab ihn. Matt, glaube ich. Die nächste Drohne geht nochmal raus, sollte spätestens hier nochmal einen Spieler hervorheben können, aber reicht das? Man kommt hier rein und... Nice, Jungs. Let's go. Dementsprechend erste Runde super solide gespielt für White Tigers. Muss man ganz klar sagen, die Runde geht auf das Konto von Sadrazam, der da oben in Library einfach Stellung gehalten hat, sehr gut zurückgeschossen hat. Die will pennen mit mir am Window. Barrage bei dir unten, aber alles klar. Einer ist Solar Window, definitiv. Ja, die machen mit Bug unter mir auf. Okay. Tag, Garage. Ja. Ja, ja. Ich geh Basement. Ich geh mit dir. Geh Kage. Also, ja, geh ja, Ben. Ja, ja, Snow. Man schickt den Bug hier, Tobi, in den Keller rein. Der kann vertikal nicht nur über eine Ebene, sondern über zwei Ebenen da entsprechend Line of Sights generieren. Hat im ersten Moment zwar nicht gereicht, um hier einen Kill zu confirmen, aber es reicht eben erstmal, um zumindest ein kleines bisschen an Druck aufzubauen. Vielleicht eben auch gleich hier noch, gleichbedeutsam noch im Obergeschoss jetzt hier tätig zu werden. Man wirft jetzt auch einige Nades in Solaria mit dazu rein. Das heißt, man möchte da auf jeden Fall für gehen. Und Tobi hat eine sehr starke Position, um Roams hier entsprechend nochmal mitzufangen. Time Repelled, Solar Window. Der ist drin auf dem Stairs, ist der auf dem Stairs. Dann aber kann ich schlecht swingen. Da rappelt noch einer, Cousin. Ja, und du hast es angesprochen. Froxy, der steht da in einer guten Position, konnte da einen rausziehen. Minimi. Ich hab die, wenn die Stairs runterkommen. Die Solar Stairs hab ich die. Ja, da ist einer. Der ist was, Solar Stairs, Bruder? Solar Stairs hast du? Okay, schön. Nein, dann hab ich nicht mehr. Nicht mehr. Geht mal, kann einer ganz hoch gehen, Jungs, und den Kitchen jetzt schon einspielen? Gehen wir mal Lobby hoch, jemand. Ja, ja, mach ich. Aber natürlich, Berg, die müssen noch auf die Zeit achten. 40 Sekunden noch. Und man steht hier immer noch auf den Solar Stairs, muss aufpassen, dass man da nicht weggefrackt wird, denn da kommt Konki, der steht nämlich auf den Stairs im Keller und auch Sadrazam holt D7 raus. Und damit hat man mal eben kurz das Line-Up bzw. die Anzahl der Attacker gedreht und auch Courage mit dem Kill gegen Jasen. Und Lobby. Jana, komm zur Kitchen Door. Ist eine Jana. Keine Freepicks, keine Freepicks. Sehr schön, Jungs. So schön gespielt, Jungs. Dementsprechend White Tigers hier einfach auch wieder gut movement-technisch über die Sache Bescheid gewusst, wo sie stehen dürfen. Also ich kann nur loben. Und das hat WTZ sehr, sehr stark gemacht. Sie haben mit zwei Mann Unterzahl diese komplette Runde gewonnen. Ich geh nicht auf Fireplace. Oh mein Gott. Da war ich, da wurde ich getrunken. Ah, ich bin dead. Scheiße, Digga. Das ist 1 HP, der Thermite. Oh. Oder ich hab deine Blut, oder? Kannst du Fireplace-Camp gehen? Ich bin unten jetzt. Ja. Einer hat der Lobby. Ich hab Westman-Camp gerade, ich switch aber durch. Die Top-Blue-Camp ist immer noch da. Die haben gesmoked, die haben Büsch gesmoked. Ich geh close, hinein. Ich bin close, ja. Hier jetzt eine Smoke-Grenade hinplatziert, damit man erstmal wieder reinrotieren kann. Sadrazam mit dem nächsten Frag hat Blackie rausgeholt. Schöne Grüße zurück, sagt er da. Und dadurch hat man nämlich jetzt auch den auf dem Balcony verloren. Da kommt noch ein C4 geworfen, das kann kein Damage ausrichten. Ja, eine Flash wird auch nochmal verworfen. Damit kommt jetzt erstmal wieder eine Smoke. Da möchte man wahrscheinlich jetzt reinlaufen und planten. Froxy auch hier mit einem wichtigen Kill gegen Courage. Da steht aber noch eine Shotgun close an Piano. Und den kriegt Froxy aber auch noch raus. Oh, Minimi mit dem Flag durch die Breach. Das war ganz, ganz wichtig. Wird jetzt aber von hinten geholt, damit Froxy erstmal wieder runter vom Spot. Und damit ist Jan aber alleine. Und Jasen geht auf den Plant. 1 gegen 2. Finca, die kann es aber tatsächlich so noch überleben. Und Jasen piekt dann raus und gewinnt die Runde Nummer 1 für Berg. Die Zeit auf ihrer Seite. Dementsprechend 2 zu 1. Trotzdem noch eine Führung hier für White Tigers. Bisher hier eben 2 von 3 Defenses gewonnen. Keine Situation, mit der man schlecht sein kann. Die Gonsticks in der Hand. Wird das eine Rush-Situation? Ist es? Rush. Ich kann jetzt, Kurash. Ich droppe runter. Da ist ein Lobby, in Bar. Er ist 1 HP. Ich hab Games nur. Einer Stock. Ja, einer Stock, Jungs. Ich bin da down. Einer noch Stock. Was? Ja, war schon. Blue Stairs. Eine Repelled Library, Bruder. Blue Stairs hat mich, Digga. Blue Stairs geht runter, 50.
Ich habe Lobby Cam. Ich habe noch Konki bekommen. 2 gegen 2. Was passiert denn hier? Wahnsinn, was hier Janna war gerade geleistet hat, beziehungsweise was war denn da los? Einfach mal kurz vereimt und hier wieder Sadrasam in der Position, wo er sein muss. Jetzt arbeitet man hier zusammen mit einer Flash, dass man ihn da rausbekommt. Sadrasam kriegt aber noch den Kill, kriegt er vielleicht auch noch den zweiten? Nein, er wird gedownt. Jetzt ist es ein 1v1. Tobi mit nur noch 10 HP gegen Janna war mit 100 und der rotiert hoch, ist da frech und guckt ihm gleich ins Auge und der geht in die Drohne. Was ist denn hier los? Janava holt hier tatsächlich die Runde. Wahnsinn, was hier heute in dieser Runde wieder passiert. Der macht wieder mit Bug unten. Bug auf. Wieder unten drin. Ich brauche einen, der einfach ein bisschen anspielt bei mir, bitte. Oben. Und ein bisschen Peak Richtung Master Windows. Oder ich werd mal Bug gegenpiepen, ja? Berg aufpassen und Sadrasam auch wieder durch einen Window. Bisher ist noch keiner von Berg ins Gebäude reingekommen. Und nee, Solar Repel ist das, glaube ich. Nein, Big Window. Also, okay, ist ein Call. Solar und Big Window dann. Und einer ist frei. Einer Trophy lassen. Oh, der ist unten, der ist unten, der ist. Nice, let's go, boys. Good job. Ich hätte behindert. Ja, 2 sind Solar Repel, Digga. Die Cam ist sogar noch on. Wo an der Big Window? Ich geh weg, Jungs. Die Solar rein repellt. Geh runter. Eine Minute, das ist relativ stark noch. Wir müssen bis 30 Sekunden überleben einfach, ne? Ja, ihr habt 30 Smokes, Digga. Hast du Fireplace Cam, Bruder? Ja. Ich hab gehört, was ich gecallt hab mit dem Loch, ne, Maverick? Passt auf die Wand auf. Jungs, klopft zuerst die Goyo-Schilder. Ja, und dann smoke ich ab. Und dann könnt ihr absmoken. Genau, halt das gut, halt das gut. Ich mach mal Schild weg. Halt mal die Fireplace Cam, ich pick jetzt Signing. Main. Die Breachen, bei mir. Naja, halt du deinen Breach. Ich bin runter. Oh mein Gott. Er hat eine Slow One. Ich geb Blue. Habt ihr. Gib ne Line. Riesiger Plan ist. Jetzt kommen aber die Toxic Babe Canisters raus. Die bestrafen jetzt diese Zeit, die man dafür eingesetzt hat. Sadrasam holt Yasin raus. 2 gegen 3. Sie haben es schon mal gemacht. Machen sie es wieder. Minimi holt D7. Man muss hier rein. Man muss planten. 10 Sekunden. Sadrasam hat so eine starke Position. Und er holt Froxy. Und er holt auch Tobi. Nein. So gut. Ja, einmal auf den Abis, steckst du alles weg, Digga. Es ist Sadrasam einfach egal. Er haut das Ding da zurück, sagt der Finker. Nee, du kommst hier nicht rein. Konki, willst du jetzt auf den Hard Preacher oder erst nach der ersten Runde? Ich will gar nicht mehr spielen. Können wir Konki einfach reinschicken und einer geht auf Refrag? Kann ich einfach mal keine Fake-Calls bekommen? Und wenn man jetzt hier einfach Wine Peak, Tobi wird rausgenommen von Sadrasam. Und das als Smoke, das ist so schade. Ich drohne gerade, bloß jetzt kannst du hoch, Katschana. Ja, ich mach drum rein. Matt ist auch hier. Ja, mach mal Matt drum. Halt meine Cam. Matt? Einer Blues ist über mir. Ich bin Blues ist runter, Taha. Ja, Top Blues einer. Und einer war in Game. Ich hab leider, kann da nicht rausgehen. Also Smoke, ja, geh mal Mendo, Otter. Geh mal Mendo oder sowas. Geh nicht. Okay, warte, ich geb dir die Füße. Einer ja, ist oben, Top Fireplace, Jäger. Muted. Er hat mich. Top Fireplace, Jäger. Immer noch. Spiel zusammen, push zusammen. Ja, weiß ich nicht. Haben wir keine Info. Stock ist clear. Einer ist Top Fireplace, Jäger. Und einer wird wahrscheinlich ein Gaming setzen. Der ist Kainer. Jäger dead. Ich bin jetzt Blues, ich bin close bei mir, glaube ich. Aber Blues ist untergelaufen. Er geht auf den Plant, Asami ist runterrotiert, kann den Kill aber nicht ziehen, aber auch er nicht. Und damit die erste Defense für Berg. Hast du gerade auch Flankcamps auf jeden Fall ordentlich? Ich hab keine Flankcam. Ich geh Westmesters runter. Ich auch nicht, ich hab auch keine Flankcams. Ich trunk gleich bei uns hier bereit, ich brauch einen, der bei mir close steht. Mach die Barricade auf jeden Fall auf. Ah, fuck, ja, war mal Peak. Einer im Blue. War mal Peak von hinten, Bombe. Ich spiel's einfach mal, einmal. Einer Main Test, glaube ich, ist Warte mal. Ich hab doch eine Cam. Ja, geburnt, shit. Oh, Bruder, du hast keinen Cam. Also Blue, also okay. Wir haben noch den Hedge eigentlich. Wir können Blue theoretisch absmoken. Du kannst theoretisch den Hedge stoppen. Ihr müsst einfach, Jan, aber ja, ihr beide müsst den Typen springen in Blue. Das ist wichtig. Ich smoke jetzt einfach mal den Hedge, bitte. Ich flash durch, Digga. Okay, ich hab abgesmoked. Mach zusammen, zieht runter. Ja, warte, bei mir ist noch ein Teil. Okay, ich nade nochmal und dann choppe ich. Ich nade jetzt und choppe. Wart, bis Blue peakt. Das ist close in der Smoke. Ist Blue bei mir close, Jungs? Ich push vor. Im Small. Einer ist Connector. Einer close Blue. Kann ich mich halten? Einfach nur für den Plant? Hedge, glaube ich. Ne? Ich hab. Halt mal Blue. Ja, Hedge. Halt mich, Janava. Links Pillar. Und Konki, halt Blue. Aber hier, da die Mann braucht. Es scheint ganz so. Ja, der Diffuser geht runter. Janava gedownt und auch Minimi gedownt. Konki, der letzte Leben, der holt Tobi. 1 gegen 1. D7. Hast du es, was es hier kostet? Die Füße! Konki! Der Fuß! Nein! Nee, machen sie auch gar nicht. Oh mein Gott, Digga, oben noch einer am Piano gewesen. Der war im Bathroom. Ich frisch. Haben wir Flankcams? Ja, warte, ich guck Flankcams.
Pass mal Flusses auf, ich weiß nicht, ob ich da gerade was gesehen hab. Du hast Backstage Cam, ne? Dann aber du musst auf jeden Fall irgendwas machen, was uns hilft gleich. Blues ist in Kitchen, Jungs. Ja, der ist ein Bullet Hole, das kannst du vielleicht pre-fire, ne? Der liegt, glaube ich, einer. Ich würde jetzt Crystal absmoken oder auf den Blend gehen. Hab noch einen Blick? Ja, ja, hab ich. Da lag keiner, Bro. Okay, Jungs. Ich bin ready, Bruder. Da ist aber einer. 30 Sekunden, Jungs. Ich geb den Blend, Jungs. Profi dead. Profi, Trophy noch einer. Schießen. Noch einer, Trophy, noch einer. Ich werd abgesmoken. Ich kann nicht. Minimi hat abgebrochen. Courage mit dem Frag auf der 7. Tobi aber auf Minimi. 2 gegen 2. Jetzt muss man hier reinkommen. Man hat keinen Diffuser. Er liegt da auf dem Boden. Blend. Gib mir den Abkrosch. Hälfte. Das aber ich mein. Was denn? Bring nichts. Sorry, Bruder, sorry. Ja, oh, nice. Wie man so frech hier nochmal reinkommen kann. In den Crossfire blenden darf und die Runde gewinnt. Wir machen Fokus komplett auf Library. Einer outside K9, einer outside 51. Ich gehe auf den Floris, mach die Dinger damit auch weg. Keiner klaut rechts in der Ecke, die haben hier einen Asami. Die haben zwei Asami. Das kann ich weg, Mann. Jo, kommt, ist weg. Perfekt. Alles weg. 51 brauchen wir eigentlich einen. Da gehe ich gleich, ich gehe hin, 51. Jäger ist ein Office. Ja, meiner Top Fireplace. Halt mal Small Room, ich kann vielleicht preachen. Ja, warte, ich hab Small Room. Jäger ist ein Office bei mir, pick mich ganz fertiger. Ja, Bruder. Warte, ich fahr gleich mit der Floris drin rein. Ihr müsst haben das abgeschossen. Hast du das Gaming wieder aufgemacht, Konki? Ja, hab ich. Warte mal, Fazit, ich kann vielleicht direkt gleich wieder reinspringen gleich. Bruder, ich kann keiner nicht spielen, ne? Warte, Small Room ist keiner. Top Fireplace hab ich auch gar keinen gesehen. Ich geh rein, Library. Okay, ich hab auch rein. 3, 2, 1. Ich bin dein Bruder. Wir können auf Blend gehen, Jungs, an sich. Ich halte gerade Piano, Jungs. Ich kann Matt reingehen dann. Keiner Bar. Wir müssen Stock noch. Einer Bottom Blues jetzt. Mach mal Sound. Sound machen, bitte. Hier gerade nicht, erst Basement Blue. Basement Blue ist einer. Matt clear. Blue Dead. Jungs, Courage, onside. Lass execute. Gaming clear. Wahrscheinlich Stock noch einer. Einer Main. Nee, Stock clear. Ich kann's blenden, komm mal her, ich blende. Okay, Blend. 50. Ich hab Blue. Dead. Let's go, Jungs. Haben wir. Wer den letzten Skill bekommt, ist der beste Spieler. Oh, ich hab's gewusst. Gewinnt BTZ mit einer Flawless Round. Absolut verdient. Diese letzte Runde war sehr, sehr aussagekräftig. Ich glaube, da kann White Tiger sehr, sehr zufrieden mit sein.